Hallo meine Lieben, ich grüße euch zu einem kleinen Stick mit mir. Ja, ich habe mir für dieses Video hier so ein kleines Set rausgeholt. Ist aus einem Kooperationspaket. Es ist so ein Glasbild, nennt sich das, mit einem Schmetterling. Ja, ich wollte einen Stick mit mir machen. Ich bin momentan viel beim Perlensticken. Wie einige das von euch vielleicht mitbekommen haben, sticke ich momentan an der Pumpkin Street. Moment. So, das Gefühl von etwas Neuem. So. Ah, da ist es. Ja, man kann eigentlich, wenn man so ein Set holt, das ist keine 4 Euro, keine 4, 5, keine Ahnung mehr, kann man eigentlich loslegen. Bis auf Schere. Ich wünschte, es gäbe so kleine, kennt ihr diese Näherscheren, die aussehen wie so ein Schnabel. Nicht diese Hebammenschere, nicht diese Storchenschere, sondern es gibt die kleinen so, die aussehen wie eine Pinzette. Auch nicht die Pinzettenschere, nein. Dann könnte man, das wäre dann ein Stickset to go. Ja, was haben wir hier? Das darf ich nicht zeigen. So. 18 Count, 20 mal 20 soll das fertige Bild sein, ist auf Vordruck und hat 28 Schwaben. Wahnsinn, ist kein Geld für so ein Set, ne? Man kann direkt loslegen. Naja, Scheren sind halt nicht drin, aber einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Apropos Pumpkin Street, ich wollte euch zum Ansticken mitnehmen, aber ich kam leider nicht dazu. Private Gründe haben kein Zeit ge gegeben, keine Gelegenheit gegeben. Mein Umfeld hat es zu der Zeit nicht gestattet, weil ich Kinder waren bei mir und ich habe dann angefangen zu sticken und die Kinder durften dann mein Perlenbrett auffüllen, beziehungsweise die Symbole auffüllen, die halt noch nicht abgefüllt waren. So. Daher habe ich den Start ohne euch gemacht. Aber es wird ein Hobbyjournal Januar geben. Da seht ihr zumindest meine Fortschritte. Ich hoffe, das ist machbar. Aber ich habe es vor. Ich war richtig fleißig im Januar. So, das sind die Farben. Es ist wieder so wackelig auf diesem Tisch. Mein Gott, ich brauche ein Stativ. Ich brauche dies, ich brauche das. Ja, bald ist es soweit. Heute ist der 28. Januar. In 3 Tagen, noch 3 Tage, den heutigen Tag. Und weitere 3 Tage aushalten, dann ist es geschafft. Eins von 12 Monaten, wo wir nichts gekauft haben. Ja, Moment, ich hole mal. Es ist, Moment, das, ich meine, springe jetzt nicht von einem Thema zum anderen. Es geht jetzt nicht um Kaufstopp und was du geschafft hast, sondern es geht darum, dass du dieses Bild hier ansticken möchtest. Was ist denn 28 für eine Farbe? 28. Ja, war ja wohl klar. Nein, ich sticke den Hintergrund nicht mit. Welche Farbe ist es denn? 5200. Das kann dann direkt zu meinen CXC-Garnen. Ne. Ich will den Hintergrund nicht mitsticken. Zumindest jetzt erstmal nicht. Was für eine Farbe sticken wir denn? Ich suche mal hier eine aus. Ist auf Vordruck, wie ihr seht, ist schön klein. Ich hatte das bei der Bestellung, bei dem Aussuchen. Übrigens, es ist vor Dezember bestellt, also im Dezember noch bestellt worden. Ich kam nur jetzt dazu, es zu unboxen. Ist also nicht eine Kooperation von Januar oder so. Wie dem auch sei, hätte ja auch aus Januar sein können. Ich suche mal eine Farbe aus. Was ist denn das hellblaue? Ist eine 4. Ist schwarz. Wollen wir schwarz hier drauf sticken? Nein, ne? Eine schöne Farbe, so eine lilane Farbe. Was ist denn hier lila? Das ist ein schönes Lila. Die 7. Welches Symbol ist das denn, die 7? X. Ah, hier so viele Xen.
Nein, ich möchte, wenn schon, an einem Stück sticken. Neun. Neun, neun. Neun ist orange. Mist. Was ist denn gelb? 13. Gelb. Die gelben Stellen können wir sticken. Machen wir, wo machen wir denn? Hier. Können wir hier machen? Ja, können wir machen. Was war das? 13. 13 sieht gut aus. Ja, 13 ist diese Farbe. Schaut euch mal an. Und zwar ist das die Farbe 807. Nehmen wir doch, ne? Warum sticke ich jetzt so ein Mini-Bild an? Genau. Oh, ich liebe die so sehr. Ich liebe diese Einfädler so sehr. Oha, wie viele Nadeln sind denn für so ein kleines Bild drin? Seht ihr das? Achtet bitte nicht auf meine Nägel. Letzte Woche waren sie noch topfit. So, hat mal 13 gesagt, ne? Ja. Letzte Woche waren sie noch topfit, aber durch den Stress und so habe ich sehr viel an den Nägeln gekaut. Nein, ich habe meine Nägel abgemacht. Moment, die kommen mich gerade abholen. Ich liebe diese fertigen Kits. Ja, aber als ich das mir ausgesucht hatte, habe ich mir gedacht, ich mache das auf einen Stoff, was ich hier habe, um meine Stoffe aufzubrauchen. Irgendwie habe ich nicht dieses befriedigende Gefühl, wenn ich auf Vordruck Stoffen sticke. Aber wie dem auch sei, ich möchte jetzt hier drauf sticken und ich habe ja die Papierlegende. Und wenn ich will und Lust habe, kann ich es ja auf meinen Stoffe, eigene Stoffe, nochmal sticken. Meistens ist das ja in den China-Kits so, dass zu viel mit beigepackt wird am Garn. So kann man auch noch nachträglich sticken, wenn man möchte. Ich zoome euch mal ein bisschen rein. So, Bismillah. Wo fangen wir denn an? Fangen wir hier an. Braucht ihr mehr Licht? Ich weiß nicht, ist es unterbelichtet hier? Ich guck mal, wie das aussieht. Ja. Aber das Zoomen ist Mist. Ich merke es schon. Egal, machen wir irgendwie schon. Ja, ich habe mir für dieses Video speziell halt nicht mein Pumpkin Street mit reingenommen, wollte mich ein bisschen mit euch plaudern, etwas klarstellen, was eventuell falsch verstanden wurde, falsch aufgefasst wurde, wie dem auch sei. Die liebe Vicky hat gestern, also einen Tag vor diesem Video, was ich gerade mache, auch ein Video hochgeladen, um es nochmal, weil wir Bedarf verspürt haben, es nochmal zu erklären, haben wir gesagt, komm, machen wir alle drei nochmal ein Video darüber, auch die liebe Corinna. Wird eins machen, so Gott will. So, ich sitze hier total schlimm. Ich habe eine voll schlimme Sitzhaltung genommen. Mein Rücken tut gerade weh. Ich bin gerade in der Küche. Bin für heute am Kochen. Sonntag. Ihr seht ja gar nichts. Ich zoome euch noch mehr rein. Oh, die ersten 10 Minuten schon um. Dabei sollte das nur ein 15-Minuten-Video werden. Ja, auf Vordruck ist das Vordruckbilder, so Minibilder sind auch so Abschaltprojekte. Dabei kann man auch schön etwas erzählen. Und das ist auch so ein Bild, was ich demnächst, wenn die Kids hier sind. Ich sag zwar Kids, das sind erwachsene Menschen, die außer Haus leben, aber für mich sind es meine Kids weiterhin. Auch wenn die 50 Jahre alt sind und ich noch leben sollte. So, ja, wir haben nochmal Erklärbedarf gehabt, was unseren Kaufstopp angeht. Hier zum Beispiel hier, was die Kooperationen betrifft.
Ja, Vicky hat es ja schon super erklärt gehabt in ihrem gestrigen Video. Es war ja Ende Sommer 2023. Ich habe wieder gekauft ohne Ende. Die liebe Corinna hatte ihre Mirabilias, Bella Filipinas und so weiter bestellt. Die liebe Vicky und ich war mit meinen Garnen dran, mit meinen Personalisierungen. Ihr wisst ja, ich habe das Schatzi-Bild bestellt gehabt. Dann habe ich auch mich in die Welt der Mirabilias gewagt und habe zwei Mirabilias bestellt. Dann musste ich daran denken, dass ich noch einen Gutschein bei Gecko angespart habe, was eingelöst werden muss. Schon seit, keine Ahnung, Juni. Da hatte ich erst mal vor 2 Monaten das letzte Mal angespart und 6 Monate ging das dann noch, hatte auch mein Gutscheincode erhalten, hab mir gedacht, ma, du musst auch noch, wenn du zurück in Deutschland bist, dir ein, ich dachte, es ist nur 6 Monate gültig, bis Dezember musst du noch ein Bild bei Gecko ausgesucht haben und ich wurde mehrmals von Vicky angesprochen und Mine, was hast du dir ausgesucht? Es bleibt ja nicht beim Aussuchen. Es ist ja nicht so, dass es umsonst kommt. Du hast mindestens Versandkosten, dann kommen da Verzollungsgebühren und drauf, ne? Und es gab noch halt, dass ich, wenn ich zurück bin, die liebe Susanne Schmidt hatte ja auch ein Bild für mich personalisiert. Das musste auch noch bezahlt werden. Von der Olga kam noch eine Nachricht, dass sie mein personalisiertes Perlenstickbild vielleicht fertig hat bis Ende des Jahres, knapp 400 Euro. Kosten, 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 Kosten. Ich dachte mir, ey, du siehst ihn vor lauter Bäumen im Wald nicht und kaufst dir hier immer noch. Ich hatte eine Tüte Docken aus dem Shop geholt und Stoff, das ich euch noch nicht gezeigt habe, um, also es ist Rupf, ich nenne es Rupfwarz oder Zupfware Aida, 18 Count, um halt Keilrahmen, ihr kennt ja Keilrahmen, haben so einen bestimmten Stoff, das auf Keilrahmen zu fixieren und dann ein Motiv zu wählen, was man sticken möchte und dann später nur die Seiten rupft. Man kann es auf Kopfkissen verwenden, man kann es auf Jeansjacken, T-Shirts, Blusenkragen, hinten am Blusen, an der Bluse, überall. Man kann es auf Küchentüchern, auf Gardinen, überall kann man halt dieses Stoff fixieren, so mit grobem Fixierungsstich. Und all sowas hatte ich geholt und dachte mir, mein Gott. Ich hatte auch gemerkt, dass ich meine Skincare vernachlässigt habe, dass ich sehr viel Geld fürs Hobby ausgebe. Und es sammelt sich. Ich habe hier so schöne Herzensprojekte. Frida Kahlo, keinen einzigen Stich gemacht in den letzten 2 Jahren. Oder Gecko, ich habe Gecko komplette Hintergrund fertig gemacht. Ja, ich bin wieder nur am Erzählen, merke ich gerade, so dass ich zu viel bekommen habe. Und wir haben ja mit Corinna über WhatsApp geschrieben, sie hat mir halt ihre Bestellungen gezeigt. Ich war im Sommer halt so, ich sollte für eine Woche mit meinem Mann nach Deutschland kommen und wollte noch die Ware von den Mirabilias in der Woche noch zugestellt haben, unbedingt, damit ich das Unboxing-Video für euch drehen kann, weil wenn ich dann wieder für einen Monat nach Türkei fahre oder zurückfliege, die Ware hier hängt und ich nicht dazu komme, bezahlte Ware, Unboxing darüber zu machen. Vicky mit ihrem Mann, mit ihrem Freund reingehauen ohne Ende. Wo kann man bestellen? Wo ist schnelle Lieferungszeit? Wo kann man Expresslieferungen machen, so dass ich halt komplette Ware hier in Deutschland habe, wenn ich ankomme und die Zeit habe, Unboxing-Video zu drehen. Also, wenn man Videos macht, Leute, ne, das ist, man muss auch immer dran denken. Ich habe zum Beispiel 2, 3 Mal mehr, das Dreifache teilweise bezahlen müssen, damit ich es immer pünktlich habe, um Videos abdrehen zu können. Manchmal sagt man, komm, du hast lange kein Unboxing mehr gemacht, bestell dir was, dann hast du was Neues zum Zeigen und somit fängt der YouTube-Kanal an meistens. Und dann gehen die anderen Herzensprojekte verloren aus dem Auge, aus dem Sinn.
obwohl man die noch nach wie vor liebt und sie wirklich Geld gekostet haben, nicht wenig Geld. Ja, wir reden von einer Gamerin, von Gamer von Gecko Rouge, was über 200 Euro kostet auf einem Schlag, ohne Versand, ohne Zoll, ohne alles. Ja, wie dem auch sei, ich dehne jetzt wieder das Gespräch aus ohne Ende. Dann habe ich halt Corinna geschrieben, guck mal, wie ist es denn, also ich überlege nächstes Jahr nichts zu kaufen. Genau daran habe ich auch gedacht, sagte Corinna, wir haben ja so viel, wir brauchen ein komplettes Jahr gar nichts zu kaufen. Dann haben wir aus Spaß gesagt, ja, dann lass uns doch so machen, wer schwach wird und bestellt, ne, der hat verloren. Dann haben wir Micky mit aufs Boot geholt, wo ich gedacht habe, nein, Micky hält nie im Leben aus. Ein Jahr lang nicht zu bestellen, ein Jahr lang keine Pakete zu öffnen. Und doch, dann hatte Vicky gesagt, das mache ich mit. Aber ihr wisst ja, mein Gecko Boo und so weiter. Und ich meinte auch, ein Secret Stitch Along ohne Corinna geht auch nicht. Und ich muss ja noch bestellen bei Gecko. Dann habe ich ja noch personalisierte Bilder bei Olga bestellt. Die müssten auch kommen nach neuem Jahr, bezahlt werden nach dem neuen Jahr, weil ich hatte die noch nicht erhalten, ich hatte keine Vorschau erhalten, noch gar nichts. Und so haben wir für uns, dann haben wir halt überlegt, wir machen nun mal einen YouTube-Kanal, ja. Wir werden auch von den China-Shops angesprochen, ob wir was testen wollen, klar. Wir suchen uns was aus, was uns gefällt, aber in einem Mini-Budget, Leute. Es ist nicht der Rede wert. Okay, das Gefühl, was aussuchen zu können, das Gefühl, dass ein Päckchen kommt, das ist natürlich mit drin, aber wir hatten es für uns so vereinbart und so haben wir drei es akzeptiert. Was wir für uns vereinbart haben, haben wir alle drei mehrmals auch in den Videos gesagt, bevor das neue Jahr kam. Und trotzdem haben wir noch versucht, die letzten Wochen noch was zu bestellen, natürlich, damit wir nicht auf dem Trockenen sitzen. Wir haben dann halt Ausnahmen gemacht, wenn keine Nadeln da sind, was nie der Fall ist eigentlich, ne? Für uns zählte halt, kein neues Kit zu holen, weder bei Tokareva, weder noch bei... Kit heißt nicht unbedingt Kit, kein Heaven and Earth Designs, kein Etsy Design, kein Gecko Rouge und so weiter und so fort. Als Gegenleistung haben wir gesagt, okay, für das komplette Jahr, was ist, wenn Tokareva auf einmal ein super, super, super tolles Bild raushaut, wie jetzt mit Pumpkin Street, einen einzigen Joker. Haben wir gesagt, okay, es gibt Geburtstag, es gibt Weihnachten und so weiter. Das ist alles was anderes. Und als ich die Idee meinem Mann gesagt habe, der hat gelacht und hat gesagt, hör auf, komm mir nicht mit der Idee, du wünschst dir was zum Geburtstag und bestellst dir einfach. Das ist ja halt du hättest deinen Kaufstopp, du hättest dich selbst belogen, so ungefähr. Also es steht auch schon mal fest, von meinem Mann kriege ich nicht das, was ich mir wünsche eigentlich und nicht was mit dem Hobby zu tun hat. Ja, er wollte mich doppelt bestrafen. Er hat gesagt, wenn du dann das komplette Jahr aushältst, kriegst du es doppelt zum nächsten Geburtstag. Auch schon mal ein Versprechen, ne? Ja, dann habe ich hin und wieder bei Kooperationen in den Kommentaren von meinen YouTube-Kolleginnen gesehen, dass hin und wieder geschrieben wurde, ja, zum Kaufstopp zählt das ja nicht. Das ist ja schon im ersten Monat. Habt ihr ja schon verloren und so weiter. Ne? Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, ich erzähle schon zu viel. Ne? Ich habe mehrere Leute angesprochen, wir haben uns über jede einzelne Teilnahme, die gesagt hat oder der gesagt hat, ich mache auch mit beim Kaufstopp, riesig gefreut. Wie unser Kreis, Kaufstoppkreis wurde größer und größer und größer und wir haben uns wirklich über jeden Einzelnen gefreut. Ich habe dann mehrmals aufgerufen, ja, wie sieht es denn bei euch aus? Erklärt mal und so.
Da habe ich mir eigentlich gewünscht, ihr habt das jeder mit seiner Idee. Jeder hat für sich selbst natürlich Voraussetzungen. Die eine hätte sagen können, zum Beispiel, ich mache auch mit beim Kaufstopp, aber ich setze mir ein Budget fürs ganze Jahr von 50 Euro fest. Oder ich mache mit, aber für mich sind Vorlagen auf Etsy zu kaufen. Die Voraussetzung, also sobald ich eine schöne Vorlage bei Etsy sehe, Maximalbetrag 10 Euro, aus Gefahr, es nicht nochmal zu finden, aus Gefahr, es wird bei Etsy rausgeholt, würde ich es mir bestellen. Versteht ihr so Ideen halt, was das hätte lustig sein sollen und nicht so klar, es kommt keine Strafe auf, wenn jetzt Vicky sagt, boah, keine Ahnung, Gecko oder Tokareva hat jetzt zwei tolle neue Bilder, drei tolle neue Bilder und zwei möchte ich nicht verzichten. Die nehme ich mir. Klar, dann ist es lustig, dann war's das und es wird ja keiner dafür besteinigt. Wisst ihr, wie ich das meine? Jeder hätte, Ziel war es, etwas halt den Überblick nochmal zu gewinnen im neuen Jahr. Ist es jetzt zu überbelichtet hier? Weiß ich nicht. Das ist immer unterschiedlich. Das, was wir auf unserem Handy sehen und später hochgeladen wird, macht schon viel aus. Das war der Sinn und Zweck daran und die Kooperationen. Natürlich, wir machen YouTube-Kanal. Wir führen einen YouTube-Kanal und ein Jahr lang den Leuten zu sagen, nee, wir machen keine Kooperation. Manche verdienen von uns, nicht alle, nur die ab 1000 Euro, 1000 Euro, das wäre schön, ab 1000 Abonnenten haben, verdienen natürlich auch, es sei denn, sie haben sich zum YouTube-Partnerprogramm angemeldet, verdienen auch an YouTube etwas. Das sind Beträge, die sind noch nicht mal der Rede wert, aber es ist nun mal so, dass Kooperationen. Moment. Uns auch Arbeit kosten, versteht ihr? Die auch nicht bei YouTube verdienen, die haben ihr Gewerbe für ihre Videos zu machen. Wenn sie Kooperationen annehmen, ist das ja so eine Art, wir haben kein Geld ausgegeben. Aber es ist etwas, was Geld kostet, bei uns reingekommen. Und es zählt als Einnahme im Endeffekt, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Deshalb muss man es immer zum Jahresende, wenn man hier sein Steuerzeug da macht, mit angeben, dass man die als Einnahme mit meldet. Logisch. Was wir auch machen. Ich meine, ich bin nicht nur durch YouTube Gewerbetreibende, wir sind es seit über 20 Jahre, ich habe nur YouTube mit ergänzt als Empfehlungsmarketing, Videos über Handarbeit im Social Media Bereich habe ich noch ergänzt als Hobbygewerbe. Ja, und da wird es gesondert aufgelistet, was habe ich für Ware angenommen, in welchem Warenwert, über welchen Händler. Das muss ich natürlich alles auflisten, so wie meine Ausgaben. Ja, alles so. Arbeit, auch wenn man hier jetzt einmal im Monat nur Videos macht und einmal Stickvideo und drei Kooperationsvideos, dann das ist Arbeit im Hintergrund. Ja, was wollte ich jetzt erzählen? Hab sowieso alles erzählt, was ich nicht erzählen wollte. Es geht, jeder stellt seine Voraussetzungen für seinen Kaufstopp selber fest. Und wenn man Geburtstag hat, kann man die Personen, die beim Kaufstopp mitmachen dürfen, sich ja auch bei Verwandten, die einen beschenken wollen, ob es Kinder sind, ob es Mann ist, ob es Eltern sind, auch Sachen wünschen, die sie sich momentan selber nicht kaufen. Mein Gott, es ist so, wenn man sich insgeheim selber festlegt, ich mache mit beim Kaufstopp, muss es noch nicht mal an die große Glocke hängen. Aber für mich zählt alle 6 Monate ein Joker. Dann macht er das für sich.
Und wenn er sich selbst belügt, hat er sich selbst belogen oder hat sie sich selbst belogen? Das ist, sieht alles nicht so streng, Leute. Und dass wir Kooperationen eingehen, ist halt, euch, unsere Zuschauer, auf dem Laufenden zu halten. Hallo, da gibt's jetzt das. Wenn ihr Interesse habt, dies, das. Ich gebe auch der lieben Vicky recht. Es ist unfair den Leuten gegenüber, die Kaufstopp gemacht haben und keine Kooperationen machen, aber dennoch sich so ein Set wünschen würden von 5 €, aber es nicht kaufen können. Die können auch jetzt, wir sind noch im Januar, versteht ihr? Im Januar, ihr könnt noch sagen, okay, ich lege mir ein Jahresbudget von 50 € fest. Ob ich mir das hole, Vorlage hole, Garn hole, Stickrahmen hole, ist mein Ding. Das ist für euch selber. Für euch selber, wirklich nur für euch selber. Die eine sagt, ich fange in diesem Jahr gar kein neues Projekt an. Überhaupt nicht. Ich beende das, was ich begonnen habe und finische erstmal und starte nächstes Jahr neue Projekte. Bei uns ist es nicht so. Wir können von den Projekten anfangen, die wir hier haben. Vorlagen, die wir hier haben. Garne, die wir hier haben. Letztens war das noch so. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das erzählen kann. Hatte Vicky gesagt, wir haben uns gesagt, wenn uns für ein Projekt Garn ausgehen sollte, sind wir frei, Garne zu bestellen. Ne? Das zählt nicht zum Kaufstopp. Es ist nämlich für ein angefangenes Projekt, beziehungsweise ein gekittetes, aber noch nicht begonnenes Projekt, merkt man, oh, da habe ich aber zweimal die 310 rausgenommen, wahrscheinlich für ein anderes Projekt mal früher. Und mir fehlt das jetzt in diesem Set. Das ist mir total entgangen, dass ich da noch nachfüllen musste. Kann ja passieren. Da hatten wir drüber gesprochen und Miki hatte ein Kit, ein Kind, ein Kit in der Hand, wo ihr zwei verschiedene Farben gefehlt haben. Und wir versuchen ja 0 € auszugeben, wirklich 0 €. Und die liebe Vicky hatte jede Menge Garnpakete, stimmt, aber sie hat fairerweise auch erklärt, ich nehme für dieses und jenes Projekt meine Garne, diese Garne habe ich dafür bestellt. Es hat alles nicht komplettes Set natürlich, aber dafür gibt es ja auch Kits, wo du dreimal die 955 oder 666 benutzen musst und in jedem dieser Garnpakete ist ja jede Farbe nur einmal drin, kommt ja einmal nur drin vor. Wie dem auch sei, lange Rede, kurzer Sinn, Leute. Wir versuchen wirklich auch keine Nadeln zu holen, keine Garne zu holen. Dann hatte ich noch gesagt, dann hol von einem, was du noch nicht vorhast, die nächsten 10 Monate zu sticken, anzusticken. Wenn da die Farbe drin ist, raus, leg einen Zettel rein, fehlt die und die Farbe, zum Beispiel jeweils eine Docke. So kannst du 2025, hast du, oder mach es dir auf eine Liste, Bestellungen 2025. Für Kit A fehlen diese Farben, von Kit B fehlen diese Farben, Kit C hat keine Nadeln. So, dann setze dich im Januar hin, 1. Januar, 0:05 Uhr, in der Nacht zum 1. Januar, werden alle ihre Böller da knallen, bestellen wir wie die Verrückten das, was wir alles verbraucht haben, nach. Und klar, so. Wir versuchen das ja. Aber Kooperationen sind nicht geschenkt. Wir machen Videos dafür. Wir kriegen teilweise neue Zuschauer über Kooperationen und pflegen den Kontakt zu unseren Kooperationspartnern. Versteht ihr? Es gibt Leute, es ist ja nicht 100% alle Zuschauer im Kaufstopp mit. Es ist vielleicht 10% von den Zuschauern, die hier zuschauen. Und was ist mit den 90%? Wenn ich ein Unboxing mache über dieses Set, wird sich jemand freuen. Hier, Schmetterling, schön. 5 € ein komplettes Set mit Toolkit. Ich hole es mir. Wir müssen auch halt die Zuschauer pflegen, die nicht mit in Kaufstopp sind. Wie viele Kits bin ich am Sticken, die ihr von einem Unboxing gesehen habt? Ja? Betrachtet das bitte so. Es sind unsere Voraussetzungen,
die wir uns selbst auferlegt haben, die wir, an die wir uns halten sollen. Wenn nicht, dann nicht. Wir werden ja auch nicht belohnt, wenn wir es. Wir belohnen uns ja auch nicht gegenseitig, wenn wir es aushalten, so dass es zu Lügen bedarf. So könnt ihr euch auch eure Budgets festlegen, eure Ausnahmen festlegen. Klar, dass man nicht komplett 100% das Gleiche machen kann. Eine Zuschauerin namens ABC kann komplett nicht das machen, was ich auch mache für Voraussetzungen für Kaufstopp. Das ist selbstverständlich. Wir haben nur gesagt, wir haben uns für uns entschlossen, das und das sind unsere Ausnahmen. Ich erwarte ja immer noch ein Päckchen von der lieben Olga, von meinem personalisierten Bild. Ist immer noch nicht gekommen. Wenn es erst in April kommt, werde ich es auch erst in April bezahlen. Aber bestellt war es schon wann war das? Oktober oder April? Keine Ahnung mehr. Ich habe es sehr oft in den TikTok-Videos damals gesagt, in den Streams. Ja, so. Kooperationen wird es nach wie vor geben. Die waren außen vor. Mein Gecko-Bild, auf das ich warte, ich habe erst Freitag, Leute, ich habe Freitag erst Bescheid bekommen, dass es versendet wurde. Wenn es demnächst da ist, werde ich es natürlich unboxen. Aber gekauft habe ich es mir nicht dieses Jahr. Wenn es verloren gehen sollte, und die schicken erstmal im März nochmal nach, das kennen wir ja, wie Frida Kahlo. Frida Kahlo war ja auch verschollen erstmal. Ich habe 3 Monate später Ersatz bekommen. Dann kam halt das Original hinterher, was ich dann verlosen wollte. Die Gewinnerin hatte sich ja nicht gemeldet, so dass ich es dann verkaufen konnte auf unserer Plattform. Worauf ich mich nochmals freue, weil die liebe Sabrina, die ist viel weiter als ich. So kann ich Fortschritte von der lieben Frida Kahlo von Gecko Rouge sehen. Ja, ich will euch nur gegenseitig, euch alle nur mitteilen. Das ist ein Spiel, was hier beschlossen wurde für 2024. Seid lockerer mit euch. Vor allem seid ehrlich zu euch gegenüber selber und dann den anderen. Erst wer sich selbst gegenüber nicht ehrlich ist, kann es anderen erst recht nicht sein. Und wir sind noch im Januar. Wenn ihr ihr die Karten neu mischen wollt, könnt ihr das natürlich gerne machen. Ich würde mich auch über neue Entscheidungen, neue Voraussetzungen, die sich jeder selber getroffen hat, wenn ihr euch mitteilen wollt, gerne in der Facebook-Gruppe mitteilen. Ihr könnt ja gerne schreiben, oh, mir ist jetzt einiges klar geworden, wie ihr das so meintet. Und ich habe für mich selber entschieden, ich werde für mich meine Kaufstoppregeln so und so festlegen. Oder das und das habe ich jetzt beschlossen und geändert als Regel, gilt bei mir. So, das und das und das. Glaub mir, wir freuen uns, wir haben gemeinsam dann Spaß dran. Vielleicht kommt die eine oder andere auch auf eine andere neue Idee, was den Kaufstopp betrifft. Und ja, wir wollen ja nicht immer dazu animieren. Es heißt ja immer, guck keine Empfehlungsvideos, also kein YouTube. Die wollen doch nur sowieso Sachen verkauft bekommen. So, jetzt mach ich mal, jetzt kommt die Sonne rein. Hab nicht viel gemacht, das hier habe ich jetzt gestickt und das hier habe ich jetzt gestickt. So, ihr habt einen Vorteil, eure Männer, wenn ihr verheiratet seid, von denen bekommt ihr was geschenkt. Meiner schenkt mir leider nichts. aber dafür lasse ich ihn bluten, werde mir meine Skincare nachkaufen lassen. Da, so viel haben wir gemacht, wie viele Stiche sind es? 4, 8, 12, vielleicht 30 Stiche. Die Sonne, Mittagssonne knallt gerade hier rein. Die Nadel lege ich wieder bei. Ich freue mich auch auf dieses Projekt, mit einem To-Go-Projekt. Mal gucken, ob es Update dazu gibt. Ja.
ja, wie gesagt, die Voraussetzung, nur Nadel und Garn nachzukaufen oder Stickrahmen oder Q-Snap, ist nur, wenn es wirklich nicht anders geht. Ne? Wir gucken ja schon nach Lösungen. Haben wir da, haben wir dies, können wir auch einem anderen Q-Snap was abspannen. Ich bin sowieso eher eine Freihandstickerin. Auch 18K und geht schneller in der, mit der Nähmethode. Habt Spaß an der Sache. Ihr sollt ja nicht leiden oder nicht fasten, komplette 2024. Aber euch eure Regeln am Anfang festsetzen, wenn ihr beim Kaufstopp mitmachen wollt. Und jedem seine Regeln sehen anders aus. Wir haben für uns entschlossen, wir können so viele Projekte anfangen, wie wir wollen. Es zählt halt, es wird keine neue Vorlage gekauft, es wird kein neuer Kit bestellt, kein neues Kit. Ja, Vorlagen und Kits zählen nicht dazu. Außer Secret Stitch Along kann man nicht schon vorab bestellen. Gecko Boo kann man nicht vorab bestellen. Das ist ja alles, was geheim bleibt bis zu einem bestimmten Datum. Mein Gutschein von Gecko Rouge wäre abgelaufen zum Februar 2024. Ich hätte den noch vor Februar bestellen müssen. Ich hätte noch im Januar warten können. Komplette Januar hätte ich abwarten können. Aber ich wollte das nicht. Ich habe es gehofft, dass es zu meinem Geburtstag da ist. Und es selbst bezahlen. Ich hatte auch erst die Idee gehabt, den Kindern den Gutscheincode zu geben und ein Bild zu bestellen. Die Differenz hätten sie bezahlen können. Habe ich auch nicht eingesehen. Ich hätte die Pumpkin Street zu meinem Geburtstag wünschen können, von meiner Mama zum Beispiel. Habe ich auch nicht gemacht. Habe ich vorab bestellt im Dezember. November war das, ne? November. Damit ich selbst halt mich nicht belüge. Geht es nicht anders? Kommt jetzt im Februar was Tolles raus, würde ich das natürlich. Aber da ich 3. Februar Geburtstag habe, es sind nur 2 Tage davon, glaube ich nicht, dass Ducareva meinem Geschmack nach ein Bild rausbringt oder auch die anderen Händler. Mal schauen. Im Moment brauche ich nichts. Ich habe wirklich zu viel. Und ich wünsche allen, die mitmachen, viel Spaß bei diesem Kaufstopp. Freue mich immer noch auf jeden Einzelnen, der noch nachkommt. Und würde mich über Ideen, wie euer Kaufstopp denn aussieht, wie eure Ausnahmen aussehen und absolute No-Gos zum Beispiel freuen. Das darf definitiv nicht und dies darf definitiv nicht, aber das geht, dies geht. Wenn ihr euch mitteilt, dass wir gemeinsam mit euch Spaß haben. Ich würde natürlich schmunzelnd und glücklich, was heißt glücklich, nicht glücklich natürlich. Ja, es wäre lustig, spaßig darüber lachen, wenn jetzt jemand kommt und sagt, boah, Leute, ich habe reingeschissen. Ging nicht. Wisst ihr, wie ich das meine? Habt Spaß im neuen Jahr nach wie vor. Habt Spaß an eurem Kaufstopp. Wir haben unseren Spaß im Kaufstopp. Und gönnt gegeneinander, gönnt füreinander und ja, das war's von meiner Seite aus. Es ist Sonntag. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Ich werde am 1. Februar ein Update zu Januar machen, was ich geschafft habe und was nicht. Tatsächlich hatte ich mir doch mehr vorgenommen. Und der Monat war wieder zu kurz, obwohl es der längste Monat im Jahr ist. Eins der längsten Monate mit 31 Tagen. Ja, egal, dann ist es so. Dann ist es so. Ich überlege mir auch so ein, wie heißt das? Wie die liebe Celine von Celines Kunstraum und wie die liebe, wie Tanja von Frieda Stickt. Gratuliere zum neuen Kanalnamen, liebes Brötchen. Auch so irgendwie eine Methode finden müssen, meine Projekte nummerieren, in den Monat in 4 Wochen teilen und an 4 Projekten nur zu arbeiten. Mal schauen, ob es klappt. Jetzt bin ich wieder in der 40. Minute. Herrgott, ey, geht die Zeit um, wenn man Videos machen will.
Ja, statt 50 Stiche hätte ich 400 Stiche vielleicht jetzt bis jetzt schaffen können. Nein, Quatsch. Ja, 400 circa. Tja, wieder vergessen. Ja, ich sag mal bis zum nächsten Video. Mehr ist erstmal nicht. Fühlt euch alle gedrückt. Wir haben euch alle lieb. Ich hab euch alle lieb. Und tschüss und ciao, eure Mine.